Wir haben uns entschieden, ein Viertoninstrument zu bauen. Und wir wollen euch mal zeigen, dass das gar nicht so schwer ist. Man braucht nämlich eigentlich nur 4 If-Abfragen, um immer die Grenzen festzulegen, in welche Frequenzen wir gehen wollen. Und wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch jetzt mal. Indem wir einfach den Wave-Generator anschalten und wir dann hier an unserem Instrument die verschiedenen Positionen abfragen und gucken, wie wir werden. Und dann kann das Spiel nach Fleisch und losgehen. Dann mal los. Da sieht man die verschiedenen Frequenzen und die 50 Hertz Einkopplung, über die das Ganze funktioniert. Genau, und wenn der Spieler dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann haben wir uns noch ein kleines Feature überlegt, in dem wir einfach dann quasi mit allem ein Tierähnchen das Programm beenden. Dann zeig ich mal. Und sogar ordnungsgemäß ausgestellt, das Ganze. Ja, dann war doch schön und genau 1 Minute und 3